Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge StarCraft 2 2v2 YouTube Ultra Battles. Battles! Richtig. Mit mir, Daniel, aka Jack O'Neill und. Natürlich auch ein Blackhand. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir direkt losstarten können. Ja, plus heißt los. Ja, plus habe ich noch nie als los gesehen, kann man mir nicht sagen. Du Minus, Junge. Ich bin Alpha, ja. Du bist ein Zwiebelsohn. Du bist ein Zwiebeljunge. Kennst du das nicht von YouTube immer? Von Facebook, die ganzen Scheißseiten? Nein, aber ich kenne nur Zwiebeljunge. Ich nenne Kollegen selber immer so. Zwiebelsohn habe ich noch nie gehört. Wäre für Marsilions. Ja, ich auch auf der Map. Wäre das vielleicht ganz vorteilhaft. Die Map ist ziemlich kacke. Die ist, glaube ich, auch nicht mehr in der Ladder drinnen. Bin ich mir jetzt aktuell nicht sicher. Ich glaube, wir haben ihn noch rausgeweht, Hut. Okay, das kann es natürlich auch sein. Dann will ich mal nicht zu voreilig sein. Bin mir aber auch nicht sicher. Demnächst kommen wieder neue Maps, ne? Oh Gott, ja, neue Season, ne? Ja, am 11. Und ich muss mein Diamond-Account, den muss ich den Bonuspool noch runterspielen. Wollte ich am Wochenende machen. Ich habe, glaube ich, 200 Punkte runtergespielt von knapp 800. Ist nicht so viel. Es wäre cool, wenn wir ein bisschen wallen. Nicht unbedingt mit deinem ersten Depot, aber mit dem, was Ja. danach kommt. Erste Depot, dann wär's zu late gewesen, wenn ich jetzt bis da vorne gefahren wäre. Ja, das glaube ich auch. Deswegen sage ich nicht unbedingt im ersten Depot. Sehr nice. Was? Ich sag da mal nichts zu. So, Kollege, ich hätte gerne Kaserne da vorne. Gib es nicht. Muss Mehr gespart werden. Mineralien. Bis Griechenland, da muss gespart werden. Nee, ich weiß gar nicht mehr. Muss da noch gespart werden? Bestimmt. Als wären die jetzt schon fertig mit Sparen. Das wäre viel zu einfach. Warum? Wir sparen 2 Jahre und sind fertig. Ich habe ja immer so den genialen Gedanken, kann man nicht einmal machen im Jahr, dass jedes Mitglied des Landes irgendwie mal 2 € zahlt und dann ist das gegessen? Hey, das wären gerade 160 Millionen in Deutschland zum Beispiel und wir haben, ich glaube, ein paar Billionen Schulden. Ja, dann zahlt halt jeder mal ganz viel. Hör einfach mal Bill Gates an, der gibt mal ein bisschen Kohle. Ja, wir müssen ja irgendwo alle an einem Strang ziehen in dieser Welt, oder? Ja. Wir können einfach China angammeln, die haben so viel Kohle. Die sind so geizig, die geben nichts ab. Wie kommst du jetzt drauf, dass sie so viel Kohle haben? China ist mit das reichste Land der Welt. Was, echt? Natürlich. Ich weiß, dass China gerade ziemlich krass am Aufholen ist, aber ich dachte, das wäre halt noch so vom Stand her. Mir fällt gar kein Vergleichsband ein, aber halt noch nicht so krass. Doch, China ist richtig krass. Also wenn sich das bisher nicht geändert hat, ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dieses Jahr, keine Ahnung, eine Doku gesehen. China ist halt so eine richtig krasse Bank gebildet. Bank. Bank. Ja, die haben so viel Mineralien gebunkert. Ja, ist ja auch richtig so. Scheiß Cheater. In China gibt es jetzt StarCraft, ne? Ja, ich habe schon gesehen, dass es immer mehr chinesische Spieler gibt. Das hat mich auch schon gewundert. Mach mal Platz, damit ich das machen kann. Ich will das dahin bauen, sonst Ja, komme ich dann okay. nachher nicht raus. Ja, ich weiß, dann kannst du besser regeln. 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 Ja, So, damit ich wir mal eine Regel haben. habe. Ja, genau. Wir haben da schon wieder dieses Doppelgasgebilde. Ich Ja. habe da irgendwas noch gesehen, aber. Ich kann gleich mal scannen. Ist ein Wäre, glaube ich, Roadspawn. ganz gut. Ist ein Roadspawn. Dann sollten wir vielleicht besser auf ein paar Widowmines tacken und normal Bio spielen. Was sagst du? Ja, da baue ich ein paar Marauders. Das finde ich sehr gut. Dann hau ich ein paar Widows jetzt raus. Bist du in deinem Element? Genau so sieht's nämlich aus. Ich baue mal hier ein paar Depots an die Deadspots, damit da nicht gleich ein Nidus kommt. Ja, ich hau auch direkt mal einen Safety Bunker vorne hin. In der Best of Three soll man ja ein bisschen vorsichtiger sein, gerade wenn man das erste Spiel verloren hat. Ist so ein bisschen Mindgame jetzt wirklich mit drin. Sie fühlen sich jetzt vielleicht ein Stück sicherer, weil sie das erste Match gewonnen haben. Und wir haben ja wirklich eben nicht richtig gespielt, nicht als wenn es jetzt um die Was Ladder gehen wird. geht. Genau. Das heißt, da wird jetzt definitiv ein anderes Angebot von uns kommen. Ich muss hier noch irgendwas hinbauen. Da ist noch. Spot der andere Kollege. Ein Gas.
So, ich denke, wir hätten in dem letzten Match auch ein bisschen was anders machen können, wenn ich nicht meine erste Widowmine verkackt hätte. Jetzt ein Zergling, danke. Roaches, kommst du mal mit denn? Danke. Ja, Linge ohne Speed. I like Oak Roaches. Nein! Trapp dich ein, Süße! Huh! Oh, fuck! Ich hab gedacht, man kann Widowmines noch eine Richtung angeben. Oder es hat einfach nicht geklappt. Das klappt normalerweise. Also ab und zu. Normalerweise ab und zu. Danke für die Information. Ja. Ja, I'm sorry. Voila. Genau, lauf die mal da weg, die Roaches. Ja. Zum Scouten. Na, fuck. Ja, wir haben aber immer noch nicht die Ecke gesehen. Doch, du bist unterwegs. Ich scan mal. Kein AirTag, wirklich Roach-only im Moment. Gefällt mir, ich habe schon ein paar Marauder. Ja, ich ebenfalls. Ich bin gerade sehr Marauder-heavy. Hau jetzt ein paar Hellions raus. Wollen wir es mal vorne ein bisschen sammeln? Ja. Ja, Depot ist ein gutes Stichwort. Gerade bin ich ans Limit gelaufen. Ich hätte nicht geguckt, hätte nicht Depot gesagt. Depot, Depot, Depot. Ja, sag die ganze Zeit, dann kann nichts mehr schief gehen. Das ist der Trick. Das macht dich bloß geil, wenn ich das sage. Gib's doch zu. Hey, das solltest du nicht vor allem sagen. So, du hast hier die erste Echse gekrallt, das ist gut. Wir haben da eine Menge Zergling-Bewegung. Ah. Let's see. Einfach sag an, Mann. Ich hab so viel. So, von mir aus können wir mal einen Poke machen, damit die halt nicht so hardcore dronen können. Soll ich mal scannen vorne? Warte kurz, lass mich kurz, ich hab gerade einen Missklick. Ich muss einmal sortieren. So, jetzt. Soll ich scannen? Ja. Mucho Roaches. Okay. Schaffen wir das? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben Mucho Marauder. Ja, dann komm. Naja, das sind zu viele. Meinst du? Ich meine schon. Dann kommst du ganz zurück und dann... Water. Gut, war jetzt nicht der beste Deal für uns. Die kommen irgendwie nicht. Nee, die kommen nicht und das ist, was mich beunruhigt. Ja, ich habe auch irgendwie Arsches vermutet hast. Ja. Aber ich habe dummerweise kein Scan. 22 und 15 Energie. Neides. Oh. Ach, du hast doch unten deine Basis sogar abgedeckt gehabt. Kommst du? Ja, ich bin unterwegs. So, ich bin hardcore hier am Arbeiten. Ja, ich hab Medivac hier drüber. Das war jetzt wiederum nicht der beste Trade für sie. Mucho Heal wäre nicht schlecht für meine Einheiten. Ja. Wo ist denn du? Ja. So. Aber diese dummen Fehler. Ja, die besonders ärgern. Ja. Ich bin ja ganz ehrlich, ich habe auch nicht auf die Minimap in der Ecke geachtet. Mutas. Ja. Ich habe wirklich kaum Marines. Ich habe auch nur so gut wie Marauder. Aber ich habe einen Tower. Ich stimme da jetzt rein, ne? Ja, me too. Ja, die werden jetzt verstärkt, denke ich, auf Muten gehen.
Nachdem sie das hier auf oder live gesehen haben bei uns. Oh boah, Gott, ich hätte beinahe die Kaserne geliftet, wo das Combat Shield drin ist. Oh, das wäre übel. Das wäre sehr übel, das meine ich aber auch. So, mehr Depots, sehr gerne. Wir müssen halt heute nur einen guten Push hinbekommen. Ja, wir haben gerade schon einen guten Trade gemacht mit den Roaches, die er uns geschickt hat. Hast du einen Scan, zufällig? Ja, wo? Kannst du dann deine Widowmine, die da oben steht, einmal da umplatzieren? Nein, aber wir haben einen Arsch voll Mutas. Ja. Ich konnte sie mit dem Stim verjagen. Ja, ich bleib mal zentral in der Base stehen. Damit wir da nicht irgendwie ausmanövriert werden. Scan auf den blauen. Auf den blauen. Hydras. Ah, ich muss mal oben. Da. Ja, kann die Mutas. Komm her. Komm her. Da ist er. Bei dir unten. Ich sehe sie. Hast du vielleicht sowas wie Widowmines im Repertoire für sowas? Ne, nur Marines und Marauder. Aber davon genug eigentlich. So, ich habe einen dicken Widowmine-Hit in all seine Mutters reinbekommen. Das ist nice. Die haben ein paar Banes. Ich glaube, Nidus irgendwo. Ja, oben rechts. Bei dir? Ja, oben rechts. Sieht man auf der Karte. Bleib du in deiner Basis, ich krieg das allein geregelt. Ah, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Oh Mann. Warte, ich geh mal oben den Nidus knacken. Sind das deine gewesen? Ja, aber zu viele Mutas. Ah, mehr Depots, ich hasse Depots. So, mehr Upgrades. Keine schlechte Idee. Ich brauche mehr Medivacs. Medivacs sind immer gut, oh ja. Ich hole mal die Mitte wieder, damit wir ein bisschen mehr Vision haben. Ja, und ich gehe mal gucken, ob wo was noch steht. Creep Spread kommt gerade rüber. Ach, du, deine Base? Ja. Ich gehe in der Zeit mal hier ein bisschen Creep eindämmen. Base einsammeln. Kannst du viel Damage machen? Na, ich habe gerade gelaggt. Und alles verloren? Ziemlich viel verloren. Was hat denn der Gegner noch? Konntest du den Roaches und Banelinge. Leck. Hat der noch viele Mutas oder hat der überhaupt welche verloren? Ich glaube, der hat noch fast alle, aber ich snipe ihm eben seinen, seine Exer. Kannst du den einen Creep-Tumor da noch? Leck schon wieder, oh Mann. Achtung, da kommt was. Zu deiner dritten. Also ich renne hin mit allem, was ich hab. Mutas. Banelinge. Nidus, Nidus, Nidus. Nidus abgewendet. Wo sind Banelinge? Da waren Banelinge auf dem Weg in deiner Basis, aber
ging gut. Sehr gut. So, ich renne ein wenig knapp auf Mineralien, um ehrlich zu sein. Me too, me too. Also ich wäre dafür, dass wir langsam mal was machen. Was Gutes. Kannst du einmal deinen Marauder da wegbewegen, bitte? Dankeschön. Wir müssen einfach losgehen. Die haben nicht so viele Bases. Wir dummerweise auch nicht. Es gibt halt, wenn wir gut scannen, gut sehen, wo die Armee ist. Base nicht gecancelt. Das Problem ist, er hat viele Banelinger. Naja, ich bitte dich. Guck dir das doch mal an, das sind nicht viele. Ja, okay, sah anders aus. Dann kommen wir, wenn wir gut von der Seite kommen. Ich renn frontal rein. Ja, gut, die Banelinge sind so gerade weg. So, ich würde sagen, das Match ging gut. Da waren nicht genug Banelinge. Ja. Ich denke mal, der Snipe von der einen Exa hat ziemlich gut geholfen. So, da kommt das GG. Das 1 gegen 1 ist erzielt. Ich glaube, ich habe Daniel verloren. Daniel, bist du noch da? Nee. Okay. Da. Ich muss sagen, es war gar nicht schlecht. Das war gar nicht schlecht. Ich hatte ab und zu das Gefühl, oh nein, jetzt könnte es passieren. In dem Moment, wo wir den ersten Push verloren haben. Ja, und dann der Nidus wieder reinkam, Alter. Ja, also die spielen gerne mit Nidus. Das wissen wir jetzt definitiv fürs dritte Match. Das heißt, wir müssen verstärkt auf Nidus achten. Ja, ich muss dann den Gamesound ein bisschen lauter machen, muss ich gestehen. Ich hörte ihn nämlich nie. Gut, dann solltest du das als erstes tun. Ja. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier mit diesen Worten. Diesen weisen Worten. Ja, diesen weisen Worten. Pisse, Bohr, Penis. Ich würde sagen, das war's vom zweiten Match des Best of Threes von Ultra Battles. Ich melde mich ab und übergebe das Wort zum Schluss an Daniel. Ja, wenn es euch gefallen hat, unten Link zu meiner Seite und zu deren Seite. Weil sie haben ja auch ein YouTube-Seite. Und wenn es euch gefallen hat, geht mal dahin, wenn ihr nicht immer nur TVT sehen wollt. Wenn ihr mal einen richtig guten Terraner sehen wollt, der 1-1 spielt, ne? Da ist auch so ein Link. Müsst ihr nicht mal diesen Platin-Noob da gucken? Leck mich. Der so goldenes Haar hat. Wer hat denn das heutzutage noch? Ist doch voll schwul. Naja, ist auch egal. Gute Nacht. Gute Nacht.